Und jetzt das Heute-Journal. Live aus Washington mit Klaus Kleber. Guten Abend. Es ist 3:45 Uhr nachmittags. Und in ein paar Stunden ist dieser Zirkus wohl endlich vorbei. Und jetzt das Heute-Journal Spezial. Live aus Washington mit Klaus Kleber. Guten Abend aus der Hauptstadt der Vereinigten Staaten, die die letzte Nacht noch nicht verdaut hat. Und das kann noch ein bisschen dauern. Amerika hat gewählt und am Ende hat er es also doch geschafft. Donald Trump wird der nächste Präsident der USA. Während seiner Anhänger feiern Fassungslosigkeit bei den Demokraten. Anders als in den Prognosen vorhergesagt, hat Hillary Clinton die Wahl verloren. Guten Tag. Schock, Jubel, Ungewissheit und viele Fragen. Ein